Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder Bloons Tower Defense 5. Und wir spielen heute wieder die Männerversion der Männerversionen. Und zwar das berühmte Tief. Jetzt sind wir zu weit. Challenger Tief auf Unplatzbar, wenn ich es denn finde. Was ist denn? Da ist es. Challenger Tief, unplatzbar und ab geht's. So, jetzt muss ich aber nur mal raus. Kriegen wir jetzt Doppelkohle oder nicht? Nee, weil sonst hätten wir mehr Geld. Gut, das will ich nämlich auf keinen Fall, Doppelkohle. Das wäre zu easy peasy. So. Und ich würde sagen, wir nehmen da am Anfang gleich ein U-Boot. Denn U-Boote können etwas, nämlich schießen. Ich habe hier nicht so viel Landmasseplatz. Das heißt, hier würde ich zwei Plantagen hin, oder zumindest mal eine Plantage. Wo wollten ihr hin? Das ist natürlich ungut, wenn die jetzt schon hier rauseiern. Dann brauchen wir nur einen zweiten Tower. Was nehme ich denn vorübergehend? Den brauchen wir sowieso. Das heißt, ich setze dem... Naja, das bringt mir jetzt auch nichts am Anfang. Wir nehmen ein Schiff. Ja, was denn sonst, Leute? Natürlich nehmen wir ein Schiff. Und zwar darunter setzen wir es auch. Und ab geht's. Aus dem Schiff machen wir dann einen Träger. Und... dann nehmen wir noch eine schöne Spike Factory. Sobald wir Kohle haben zumindest. So. Überleg gerade, wo ich die hinsetze. Am besten da hinten. Das soll so die letzte Bastion werden. Also nichts Besonderes da hinten. So Leute, Wave 9. Jetzt sparen wir auf ein schönes Bananenplantäschchen. Wir werden zwei Hafendörfer nehmen. Eins hier irgendwo neben der Plantage. Beziehungsweise wir werden hier eins nehmen. So machen wir es. Und hier werden nun eine Plantage hin. So. Und der hier, ja, der muss halt dann ohne das Auskommen, dass er irgendwie gefördert wird von dem Affendorf. So, Wave 12. Und 13. So, wie viel brauche ich denn da? 1200, das haben wir gleich. Gleich haben wir es, so, da ist sie. Die setzen wir dann möglichst hier. Ich muss die möglichst am Rand setzen, dass wir hier nur ein bisschen Platz für Tower haben. Alles andere wäre ja ein bisschen irrsinnig. So, jetzt upgraden wir die gleich mal. Wir wollen ja auch ein bisschen Moos sehen hier. Wave 15. Und wir müssen uns auf die Stahlblunts vorbereiten. Das machen wir, indem wir den da upgraden. So, bevor ich da hinten was mache, werden wir das da upgraden. Oh, das ist teuer. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir da weiter upgraden, nehme ich sogar das da. Ups, Bananen. Und zwar das Affendorf. Wave 19. So. Geht sie nur immer nicht aus? Och komm, wie viel? Oh, einer. Oh, das ist doch was. Gut, dann setzen wir das hier so weit wie möglich rauf. Zur Sicherheit nehme ich einmal Nägel. Ich riskiere das gar nicht, dass die da jetzt durchgehen. Wir haben nur ein Leben. Ja, das will ich gar nicht riskieren, Leute. So, und hier werden wir dann die meisten Tower haben. Da oben eher nebensächlich was. Vielleicht nachher ein zweites Affendorf, aber nachher, nicht jetzt. Jetzt muss mal zuerst hier abgegradet werden. So, da müssen wir schon ein bisschen nachlegen hier. So, weiter geht's hier. Ein bisschen Kohle brauchen wir noch. Du Arschgeige! Ja, das ist doch ein Arschloch gewesen.
Ein dummer Arsch, dieser Blum. Gut, wir machen das jetzt ganz anders. Fang jetzt anders an, weil dann geht das ein bisschen besser wahrscheinlich. So. Läuft. Wir machen das so. War ein bisschen ein blöder Anfang auch. Ist schon okay, dass wir nochmal anfangen, Leute. So ist es jetzt eh besser. So kriege ich schneller die Plantage, schneller Geld. Da braucht man kein Schiff und kein U-Boot da. Ich meine, braucht man schon, aber nicht am Anfang. Das rentiert sich nicht so. So, jetzt wird nochmal Geld gesammelt in ein paar Runden. Dann schauen wir weiter. Weave Sex. Weave 7. So, wie viel brauche ich denn da? 1200. Das ist ein bisschen viel. Aber was soll's? Ich kann es ja nicht ändern. Ist nun mal so. Haben wir jetzt aber. So, jetzt kommt Moos rein. Den stellen wir wieder mal ganz am Rand hier. Jetzt wird schon ein bisschen knapper hier. So, Upgrade. Und jetzt brauchen wir nur einen zusätzlichen Tower, sonst wird es auch miserabel. So, was nehmen wir denn da jetzt? Wir könnten den da upgraden mal langsam. Werden wir auch machen. Schon nachlegen, wenn wir Pech haben. Oh, es geht sie nur aus. Haben wir gerade gut geupgradet. Sehr schön. Und weiter geht's mit der Wave 13. Ja, da können kommen jetzt was will. Das geht sie wunderschön aus hier. Wir sammeln jetzt aufs Affendorf. 1920 ist es. So, 15er Wave. Bis Ende 18 will ich das aber zusammen haben. Ich hoffe, das geht sich aus. 16. Nun 17. 18. Und wie sieht das ausgeht, Leute? So, dann haben wir's. Das setzen wir. Ich überlege gerade, wohin. Da ist schlecht. Das setzen wir hier hin. Und Wave 19 haben wir. 20. 21. Und ich würde sagen, läuft. 22. So. Sind schon ein bisschen mehr. Jetzt müssen wir einmal nachlegen, aber ist ja kein Problem. Wave 23. So, 24, ist der eine Camouflage da. Gut, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mehr Spikes. 25, 26, läuft, wir kriegen jetzt auch schon ein bisschen Moos hier. Das können wir uns leisten, sehr schön, Stahlblunz sind safe. Oh, da kommt aber einiges da. Halleluja, wo wollt ihr hin, ihr Sackelpicker? Habt ihr das gesehen? Die kleinen Lutscher wollten hier durch. Das geht natürlich gar nicht, liebe Leute. So frech, diese Bloons, diese Säge. So, jetzt haben wir noch mehr Spikes. Wave 29. Und 30. So, jetzt müssen wir auch mal towermäßig was machen. Die Frage ist nur, was? Was nehmen wir denn Schönes? Lass mir mal ein bisschen gucken hier. Der vielleicht, der ist allgemein gut. Den könnten wir hier hin. Oder hier, hier ist er noch besser. Den haben wir hier hin. Natürlich gleich schön upgraden. Hossa, hossa. So, jetzt hat er zwei Shurikens. Haut hin, Wave 33.
Wir brauchen nur noch ein zweites Bike Factory zum Aktivieren. Die werde ich dann dahin geben, dass innerhalb der Ranges von dem Affendorf da. Die geben wir hier hin. Da wird die rechte Seite gebaut. Und hier die linke. So werden wir es machen. Jo, läuft eigentlich wunderbar. Kann man sich nicht beschweren. Wave 36. Jetzt will ich das dann nochmal upgraden. Dass wir mehr Bananen kriegen. 37. Und 38. So, haben wir genug? Fast, fast. Sehr schön, haben wir. So, jetzt kommt ein bisschen was da nach hinten. Oh, Kacke. Das ist ein bisschen viel. Das war jetzt schon eine knappe Sache. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Spikes. So, sind nochmal ausgegangen. Aber eine knappe Sache. So, hier nur ein Upgrade. Und da oben auch gleich nochmal. So, wunderbar, Wave 40. So, jetzt kommen auch schon Keramiks hier. Aber wir haben es noch unter Kontrolle. So, hier machen wir jetzt die Speckis, die fetten. Wave 41. Wave 41, Leute. So, dann werden wir noch was anderes machen. Ich habe ja gesagt, ich mache ein zweites Dorf. Das haben wir hier hin. Mal dem Dorf mehr Range geben hier. So, das haut soweit ganz gut hin hier. Wave 43. Ja, diese Keramik sind lästig. Wir brauchen hier mehr Power. So, haben wir. Wunderbar. Wave 44. Das hilft schon sehr. Und dann bleiben die Nägel hier auch liegen als Reserve. Das sollen sie ja sein. Wave 45. Haut das schon viel besser hin. Jetzt upgraden wir den. Und Wave 46, da ist der Boss und da war er. So, dann werden wir da rechts zum Aktivieren das nehmen. Das brauchen wir jetzt auch langsam. Kommt nämlich schon ein bisschen viel hierher. So, Wave 48, Leute. Was wir auch brauchen könnten, wäre ein Klebefutz. Der soll immer auf den stärksten gehen. Vollkleistern hier. Wolf 49, nicht 48, 49 haben wir schon. So, dann wird der hier das machen, dass die schneller ploppen. Damit sind die Keramiks halbwegs entschärft. Sollte gut hinhauen. Jawohl, tut's auch. So, was haben wir denn da noch? Den können wir mal machen hier. Dass wir das zum Aktivieren ready haben. Für Notfälle sozusagen. Wave 51. So, dann machen wir das da mal fertig. 52. So, und weil der so guten Damage macht und günstig ist, haue ich da jetzt auch nochmal so einen hinter. So, wunderbar funktioniert das. Wave 55.
Wave 56. Siebenundfünfzig. Jo, haut wunderbar hin. Jetzt werden wir Richtung Auge gehen. 58. 63 wird schlimm, da müssen wir uns was einfallen lassen. Am besten ist das Auge ist fertig bis 63. Ich weiß nicht, ob so das ausgehen wird. 12.000 ist sehr viel Kohle. Das haben wir zumindest mal. 60, da ist ein roter. Mal das aktivieren, das ist mal zu viel Risiko sonst. 61. Oh, das ist auch nicht gut gerade. Aber ist es nochmal ausgegangen? 62, so die letzte Runde vor 63. Bei 63 muss man was einfallen lassen. Wir werden noch so einen hier drüben nehmen, glaube ich. Das wird das Beste sein, vorerst mal. Weil das Auge werde ich nicht hinkriegen. In rechtzeitig in der Zeit. Und 63 wird giftig. Das ist immer so, Leute. Da muss man aufpassen. Das heißt, ich nehme jetzt einen dritten von denen hier. So. Den Rest spare ich mir. Wave 63, da ist dieser Stoß. Mach mal gleich diesen hier. Ist sie so ausgegangen, aber wer weiß. Der haut gut rein, schafft es. Ja, okay, wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin, Leute. Sehr schön. Haut hin, haut hin. Drei so Ninja Monkeys, die sind top. So, jetzt kommen wir aber zu viele Bosse hier. Das geht natürlich nicht. Wave 65. So, ich bräuchte bitte einmal das Auge langsam. Da. So, und jetzt haben wir es aber, oder? Jawohl! Wave 66! So, dann nehmen wir ein paar U-Boote. Hier können wir auch langsam Richtung Auge gehen. Dann machen wir das, wie gesagt, zweimal hier. Ist ja kein Problem. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zockerandi von Gameplay Deluxe. Tschüss!